Unsere Stadt Romdo ist zweifellos das letzte Paradies, das man noch finden kann. Was für ein langweiliges Paradies. Es war mein größter Wunsch, ein Bürger zu werden. In meiner Verzweiflung habe ich meine Persönlichkeit unterdrückt und versucht, so zu sein, wie ich dachte, dass sie mich haben wollen. Ständig und überall. Wenn man weiß, dass eine Lüge ist, kennt man die Wahrheit. Aber die Wahrheit macht leider nicht immer glücklich. Das Monster. Es heißt Proxy. Egal wie sie sind, Meister ist Meister. Ein Otto Reeve kann ohne seinen Meister nicht existieren. Mich interessiert keine Revolution, auch nicht die Zukunft von Romdo. Damit habe ich nichts am Hut. Sie mussten ihren persönlichen Groll ausleben und haben so den Proxy verloren. Ohne sie wäre alles noch beim Alten. Sie haben das Projekt ruiniert. Sie hat ihre Liebe dem gebrochenen, fehlerhaften Seelen geopfert. Deshalb sind wir frei. Unser Leben hat nur einen einzigen Zweck, die Aufgaben, die uns bereits in die Wiege gelegt wurden, zu erfüllen. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie es ist, wenn man abgelehnt und wie ein Nichts behandelt wird. Eines Tages werden deine Augen vom Licht der Wahrheit geblendet sein und du lernst die ewige Finsternis kennen. Mich interessiert nicht, wer vor meiner jetzigen Existenz war. Ich bin ich, mehr muss ich nicht wissen.